So, fürs Anziehen gehe ich wieder. Was ist denn das da oben? Das Wundermittel. Was ist denn das für eine Quest? Ist sie neu? Warte mal, ich gehe mal dahin und guck mal, vielleicht ist das. Ist das. Nee, das ist doch nicht noch die andere. Ich guck mir nur an, was das für einer ist. Man kriegt von dem ein Phantasia geschenkt. Wenn du mal was an deinen Hasen ändern willst, Dark, du kannst komplette Rasse ändern. Ich weiß, du willst keinen, du willst den Hasen nicht ändern. Aber die Möglichkeit wäre da. Ja, aber du könntest das Aussehen des Hasen nochmal wieder ein bisschen komplett ändern. Ich meine, ich hab mir damals ein Phantasia gekauft, nur um die Augenfarbe zu ändern. Ja, neue Frisuren, die gehören ja so, die kann man ja so oder so nutzen. Aber ich meine, du kannst auch komplett andere Hasenohren haben, andere Augenfarbe. Kannst auch deinen Hasen männlich machen. Nee, neue Ohren gibt es wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, die Möglichkeit wäre halt da. Vorher springst du aus dem Fenster, als Yuki männlich zu machen. Ich habe mit einer Aura angefangen. Und jetzt haben wir eine Murasaki. Katze. So. Ich will halt nicht nackt irgendwo rumstehen oder halbnackt, ne? Also. So, die Schwerter kann man zumindest nicht einfärben. Oh, schade. Aber auch die komplette... Holla. Sieht ja richtig schick aus. Zwillingsfänge. Deine Zwillingsfänge zeigen dir an, bei welchem Schritt deiner Combo du dich befindest. Die Viper startet ihre Kombos entweder mit tödliche Fänge oder tückische Fänge, woraufhin zwei weitere Attacken folgen.
Eine Grundkombo besteht aus drei Kommandos. Den Abschluss dieser Kombo bildet entweder der Biss oder der Reißer. Und das eine Kommando verstärkt jeweils das andere. Um diesen Effekt auszulösen, musst du allerdings die vorangehende Kombo erfolgreich ausgeführt werden. Das Aufleuchten der Zwillingsfänge hilft dir dabei, den nächsten korrekten Schritt der momentan aktiven Kombo zu aktivieren. Mehr nicht. Ich finde es nur schade, dass man die Startrüstung nicht einfärben kann. Das ist doch dämlich. Tödliche Fänge. Tückischer. Flicker und Flinker Ottergriff. Das macht das Ganze so ein bisschen
Oder ich mach das anders. Die tödliche Fänge sowie die tückische Fänge sind die Anfang-Kombo. Also das tödliche und tückische da. Dann das tückische, blutige und flinke, das ist die zweite Kombo. Zwillingsfänger. Ah. See. Bei der vierten Bedingung ändert sich dieses Kommando zu Biss der Zwillingsfänger oder Nest der Zwillingsfänger. Serpentina-Schwanz. Bei erfüllten Bedingungen ändert sich diese Kommando zu Todesrasseln oder scharfe Peitsche. Geist der Viper. So, und die sind ja jetzt hier für mehrere. Stolperfalle darf auch nicht fehlen. Ich denke mal, das ist super so. Ich muss mir überlegen, ob ich vielleicht noch ein drittes mache oder so, ne?
Für die ganzen Buff-Dinger und was weiß ich was, aber irgendwie. Also für das, was ich da hinten ja reingemacht habe, eigentlich alles. Aber ich sehe ja meistens dann nicht, wann ich sie aktivieren kann oder so. Das ist dann halt manchmal ein bisschen, ja, kontraproduktiv. Oh, ich habe Sachen verkauft, mal wieder. Ich glaube, mit dem Viper würde ich sowieso besser klarkommen, als mit der Viper. Am Ende will ich sowieso alles auf 100 haben. Denkt ihr, ich schaffe das? Alles auf 100 bis Ende des... Bis Ende des Jahres? Nee. Ich glaube, so. Der Typ ist bei der Weber-Gilde gewesen, ne? Da steht ein Hase. Du bist also bereit? Spürst du bereits das Wissen unserer Ahnen? Du hörst das Flüstern der Vipern? Ja. Gut, dann ist der erste Schritt getan. Beginnen wir mit einer Ausbildung. Wie du dir vielleicht schon denken kannst, brauchen wir dafür eine Bestie, die dir zu erschlagen gilt. In dieser Stadt gibt es doch eine Gilde für euch Abenteuer, nicht? Richtig? Das ist wohl der beste Ort, um etwas über gefährliche Monster zu erfahren. Ein ungewöhnliches Ungeheuer, das nicht von hier zu sein scheint. Ja, ich habe es da etwas gehört. In der Kakteenmulde im zentralen Tannerland werden Reisende von Monstern überfallen, die man in dieser Gegend noch nie gesichtet hat. Sie jagen im Rudel. Man hat sogar schon einen Freibrief ausgestellt. Aber die Abenteurer, die ausgezogen sind, um ihn zu erfüllen, sind nicht zurückgekehrt. Ah, da ist er ja. Hast du bereits etwas erfahren? Ja, ha! Du musst eine Meisterin der Informationsbeschaffung sein. Ungeheuer, die außerhalb ihres Revier auf Jagd gehen? Das klingt nach einer unerhörten Gefahr, sowohl für die Bewohner des Landes als auch das Ökosystem. Als Vipern müssen wir nicht nur die Turalvidral ausradieren, wo wir sie finden, nein! Jeder noch so kleine Bedrohung muss nachgegangen werden, bevor sie sich zu einer handfesten Katastrophe entwickeln kann. Auf, Murasaki! Auf ins zentrale Tanadan!
Da. Man stelle sich vor, früher musste man zu Fuß laufen. Selbst wenn man das Gebiet schon mal war. Irgendwo hier muss das Monsterrudel sein Unwesen treiben. Bevor wir uns auf die Jagd machen, sollst du mehr über die Vipern lernen. Wie du weißt, kämpfen wir Vipern mit zwei Klingen. Aber weißt du auch, wie es dazu gekommen ist? Ich habe dir bereits von den Tural Vidral erzählt. Es ist unsere Mission, sie zu jagen und zur Strecke zu bringen. Sie verfügen über eine unnatürliche Stärke, Kräfte und stellen somit eine Bedrohung für ihr gesamtes Umfeld dar. Um solche Wesen zu bekämpfen, studierten unsere Vorfahren das effektivste Raubtier des Dschungels, die Schlange. Sie ist flexibel im Kampf und erlegt Beutetiere, die wesentlich größer sind als sie selbst. Mühelos wechselt ihr Körper von einer Haltung in die andere. Mal zur Täuschung zusammengerollt, dann wieder bedrohlich aufgerichtet, bis sie blitzschnell ihre scharfen Fangzähne wie zwei Klingen in das Fleisch ihrer Opfer rammt. Auch wenn es sich bei unserer heutigen Beute nicht um einen Tural Vidral handelt, so ist es doch eine gute Gelegenheit, um einige grundlegende Kampftechniken zu lernen. Gib mir ein Zeichen, sobald du bereit bist. Ah, okay, es ist eine Solo-Mission. Finde ich gut, dass das so als Solo-Mission abgehalten wird hier. Oha! Die sind nur Kleinvieh. Das Alpha-Tier liegt irgendwo auf der Lauer. Aber das Rudel ist gut geeignet, um die Kunst der Schlange zu lernen. Und es wird mehr erklärt. Keine Sorge, ich werde dir alles genau erklären, Junglieber. Weil das hatten die anderen Klassen nämlich nicht so. Als erstes zeige ich dir den Basisangriff. Komm mal her! Wir werden die Kunst der Schlange an einfachen Gegnern üben. Eine Haltung der Vipern ist der Biss. Unsere zwei Schwerter sind die Fangzähne. Setze den ersten Biss mit tödlichen Fänge oder tückische Finger. Und lass dann einen zweiten und dritten Biss folgen. Nach diesen Kombinationen kehrst du in die Schlangenhaltung zurück und setzt das gefährliche Todesrasseln ein. Okay. Wollen wir mal. Wenn das Monster mich lässt. Sorry, Leute. Ich muss den mal hinnehmen. Probiere jetzt die verschiedenen Biss-Serien aus. Gut. Erster Biss, zweiter Biss oder dritter Biss. Vergiss nicht, dass der dritte Biss vier Varianten hat. Du musst sie im richtigen Zeitpunkt und aus der richtigen Position heraus einsetzen. Probiere nun jede der vier Varianten für den dritten Biss an den Kreaturen aus. Flankenbiss, Flankenreißer, Nackenbiss und Nackenreißer.
Okay, ich habe den Nackenreißer gemacht. Ich mache nicht das, was er will. Wie mache ich das jetzt? Exakt so, dass ich den Flankenbiss bekomme. Oh, wahrscheinlich. Wie muss ich das hier machen? Ich weiß gar nicht, was davon gefallen, wie ich diese Sachen gezielt mache. Welche Kombination hat er mir gar nicht verraten? Flankenbiss. Bedingung erfolgreiche Ausführung von blutige Fänge. Tödliche Fänge. Ich muss das machen. Tödliche Fänge. Das war auch schon vorher so gesagt. Was heißt hier besseres Equip für die Viper? Deine Equip ist genauso aufgebaut, dass du es eigentlich schaffen müsstest. Du kriegst hier nicht so sonst Standard Equip. Du hast auch Chakra zum Heilen, ne? Und Blutbad. Dark, du bekommst eine Rüstung. Und die nutzt du einfach. Ich bin auf 389 Rüstungslevel. Vergiss nicht, dass du auch Blutbad und Chakra hast zur Heilung. Du musst einfach nur deine Klasse kennenlernen. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist mit der ersten Kombo machbar. Oh,
So, jetzt ist die Frage Flankenreis. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Das Rudel hört auf das Geheul, die Tiere bewegen sich aufeinander abgestimmt. Das Alpha-Tier gibt aus seinem Versteck Anweisungen. Es schickt ein besonders großes Exemplar rüber. What? Ich zeige dir eine neue Technik. Und jetzt die zweite Haltung. Führe deine beiden Schwerter zusammen, um starke Gegner mit einem einzigen mächtigen Schlag zu treffen. Dies ist die Schlangenhaltung. Starte mit tückischer Otterangriff und kehre mit Biss der Zwillingsfänge und Biss der Zwillingsschuppen in die Bisshaltung zurück. Du kannst auch eine Schlangenserie ausführen, sonst immer. Blutiger Otterangriff. Die Rufe des Alpha-Tiers kommen näher, doch dass wir noch stehen, macht es rasend. Es ist soweit, das Alpha-Tier zeigt sich. Da ist es. Da ist das Alpha-Tier. Das werden wir nicht so schnell los wie die anderen. Nutze alle Techniken, die ich dir gezeigt habe. Dann wirst du doch mit diesem Gegner fertig. Erfülle den Willen der Natur, Jungviper. Down ist er.
muss sagen, mit Controller ist das so einfach. Ich frage mich ja, warum du mit Maus und Tastatur spielen willst. Ich habe das Gefühl, man bewegt sich viel geschmeidiger mit einem Controller. So kann man den Attacken besser ausweichen. Ich habe dir nur die grundlegenden Kampftechniken beigebracht, aber dank deiner unbestreitbaren Fähigkeiten hast du die Bestien erschlagen. Ich habe in dir eine zuverlässige Mitstreiterin gefunden. Du hast die Probe bestanden. Lass mich dir mehr über den Tural Vidral erzählen, dem ich ja nachjage. Man nennt ihn Ixok Xmajun. Was? Gesundheit. Er war einst in ein Brax, ein Jäger des Waldes. Aber sein Körper mutierte und mutierte, bis er zu dem geflügelten Tural Vidral wurde, die er jetzt ist. Als ich von der Bestie und seinen Krallenkräften gehörte, begab ich mich mit einer Jungviper, die ich unter meine Fittiche genommen hatte, auf die Jagd. Da ich die Jungviper nicht sehe, denke ich mal, dass zu Schaden kam. Im direkten Kampf waren wir der Bestie nicht gewachsen, also entschieden wir uns für einen Überraschungsangriff. Der Kampf verlief zu unserem Vorteil und wir hatten das Scheusal schon so gut wie in der Tasche. Ixoxmajun war schwer verwundet, doch mit einem verzweifelten Satz gelang es ihm, aus seiner Notlage zu entkommen. Er öffnete seine Schwingen, tat einen einzigen kräftigen Flügelschlag und hob sich in den Himmel empor. Am Boden lag von dem mächtigen Flügelstoß niedergestreckt die Jungviper, die mit mir ihr Leben anvertraut hatte, tot. Keine Angst, ich bin C. Ich verfolge die Bestie, um meinen Lehrling zu rächen. Den ganzen Kontinent durchstreife ich auf meiner Suche, doch statt auch nur die kleinsten Spur fand ich nichts als meine wachsende Ungeduld. Eines Tages hörte ich von der Besatzung eines ultischen Handelsschiffes, die hätten ein geflügeltes Tier gesichtet, das über die See in Richtung Osten flog. Ich wusste sofort, dass er im Sinn hat. Er wollte sich ein neues Revier suchen, wo er seine hohe Intelligenz einsetzen kann, ohne von lästigen Feinden gestört zu werden. Und so nahm ich das nächste Schiff in Richtung Eosea. So kam ich hierher. Ich merkte schnell, dass Eosea Tural größenmäßig nichts nachsteht und ich Hilfe brauchen würde, um mich in diesem mir unbekannten Land zurechtzufinden. Also frage ich dich, wirst du mir helfen, Ixoxmajun zu finden? Danke. Es ist gut, eine Meisterin der Informationsbeschaffung an seiner Seite zu wissen. Lass uns sofort nach Ulda zurückkehren und uns umhören. Also ich muss sagen, Viper gefällt mir sehr gut. Aber ich werde nicht... Na toll, jetzt haben wir hier doppeltes Kätzchen. Sieht mir ziemlich ähnlich. So. Ich muss noch mit den Typen wieder reden. Okay. Also los, versuchen wir etwas über Ixoxmajun herauszufinden. Die Befragung überlasse ich dir. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere von dir lernen. Ich will aber mal kurz gucken. Was
ist ein Stirnband, ne? Ja, toll, mit wem soll ich denn reden? Ah. Ein Ungeheuer aus der Ferne? Hm. Uns haben in letzter Zeit mehr und mehr Berichte von einem Untier erreicht, das unbekannte Kräfte haben soll. Wir haben uns auf die Suche gemacht, aber nichts gefunden. Noch ist niemand zu größerem Schaden gekommen. Und eine genauere Beschreibung der Kreatur fehlt auch noch. Wir wissen nicht so recht, womit wir es überhaupt zu tun haben. Die hohe Jagd. Ich habe davon schon während meiner Überfahrt auf dem Handelsschiff gehört. In meiner Heimat machen wir etwas Ähnliches. Wir jagen die Tural Vidral und andere Bedrohungen. Zuerst waren es nur wir Vipern, die sich auf die Jagd begaben. Doch nachdem der König das Land einte, galt es, ein größeres Gebiet zu schützen. Jetzt kämpfen auch andere mutige Kriegerinnen und Krieger in allen Ecken des Kontinents. Jemand mit deinem Kampfgeschick würde sich gut in deren Reihen einfügen. Haben wir jetzt echt wirklich ein kompletten Kontinent zum Erkunden? Oh. Ich bin mal gespannt, wie groß die Gebiete dann sind. Was für ein Trubel. In meiner Heimat gibt es auch große Städte, aber so ein geschäftiges Treiben habe ich noch nie gesehen. Wir Vipern leben tief in den Bergen, um die Eigenschaft der wilden Tiere zu lernen. Tag und Nacht beobachten und jagen wir sie. Wenn unsere Ausbildung abgeschlossen ist, verlassen wir das Dorf und ziehen frei durch die Lande. Es gibt nicht viele Tural Vidral, aber diese gefährlichen Bestien können sich überall auf dem Kontinent befinden. Ich aber entschied mich, in meinem Heimatdorf zu bleiben. Ich wollte meine Kampfkunst weiter stärken und Bestien jagen, ohne auf mühsame Reisen zu gehen zu müssen. Ehrlich gesagt ist dies das erste Mal, dass ich das Dorf verlasse. Ich habe es immer den Dorfältesten oder meinen jungen Vipern überlassen, wenn es etwas außerhalb zu erledigen gab. Ja, ich habe mehrere Gerüchte über unbekannte Bestien gehört. Da soll eine gesichtet worden sein, die viele Köpfe hat. Und eine mit schleimigen Tentakeln. Hey. Und dann ist da noch eine mit scheußlich leuchtenden Augen. Aber wer weiß, was an den Gerüchten dran ist. In letzter Zeit sieht man häufiger eingewanderte Arten oder missgestaltete Wesen einem unerfahrenen Reisenden. Kann da schon mal final die Fantasie durchgehen? Ist das dein Ernst? final die Fantasie durchgehen. Diese Anspielung, ey. Das ging ja richtig flott. Wie machst du das? Siehst du den Leuten mit einem Zauber hinter die Stirn? Es scheint zwar keine konkreten Hinweise auf Ixoxmajun zu geben, aber umgekehrt hat er auch noch keinen Schaden angerichtet. Vielleicht ist er einfach nur vorsichtig in fremden Land. Jetzt will ich mich an der Beschaffung von Informationen versuchen. Du solltest in der Zwischenzeit deine Fähigkeiten als Viper stärken. Oh, die Musik vom Intro-Song. Du sagst es. Ich werde die Informationsbeschaffung meistern wie du. Schließlich kann ich mich nicht immer auf dich verlassen. Ich werde schon zurechtkommen. Mach du nur deine Übungen und besuche mich dann wieder, Jungviper. Zum Glück habe ich Waffen und Zauberutensilien aus meiner Heimat mitgebracht.
Wenn ich die verkaufe, kann ich meinen Unterhalt bestreiten. Jetzt haben wir extra all diese Ungeheuer ausgesetzt. Da wollen diese Störenfriede sie ermorden. Ob die es auch auf meine Beute abgesehen haben? Wenn meine Informationen stimmen, ist meine Beute im Begriff, Tanalan zu verlassen. Es könnte sich noch als Glücksfall erweisen. Ich werde sehen, ob ich noch etwas in Erfahrung bringen kann. Mach du deine Übungen, Jungviper, und besuche mich dann wieder.